Hallo Leute und willkommen zurück bei Emily's Christmas Carol. Ein Level liegt hier im Miracle Express noch vor uns und dann geht es zum Rentierhof, auf den ich mich sehr freue. Oma, Oma, ich weiß, dass wir den Weihnachtsmann sehen werden. Was meinst du, Liebes? Nun, Mary ist mit dem Weihnachtsmann verheiratet. Aber Mary ist gar nicht im Zug. Das heißt also, dass wir sie sehen, wenn wir zu ihm fahren. Das Geschenk, das Mary vergessen hat, ist nämlich für den Weihnachtsmann. Weihnachtsmann! Das bedeutet dann wohl, dass wir ihn wirklich sehen werden. Was meinst du, Oma? Du wusstest das schon, oder? Sagen wir einmal, dass Oma etwas nervös ist, den Weihnachtsmann zu sehen. Ich auch. Ja, aber ich war schon einmal in diesem Zug, um ihn zu sehen. Wirklich? Aber das soll unser kleines Geheimnis bleiben, okay? Oh, Leute. Okay. Leute? Ach, Mann. Aber Oma, du musst nicht nervös sein. Ach, süß. Leute, die Evelyn... Oh, wir können Cappuccino machen. Die Evelyn, die hatte mal was mit dem Weihnachtsmann. Ja, ja, so wird es gewesen sein. Habe ein volles Lager mit allen Produkten. Alles klar. Die Evelyn, die hatte mal was mit dem Weihnachtsmann, da bin ich mir ganz sicher. Ich meine, warum soll die sonst nervös sein? Also, keine Ahnung. Das geht nicht? Okay, dann hier noch die Suppe. So, für euch aber erstmal das Besteck nicht, dass ich hier jetzt das Ziel erfülle und alles andere um mich herum vergesse. So, du kannst hier hingehen für ein paar Bonuspunkte. Wir kassieren direkt, füllen hier nochmal auf und dann haben wir es schon, ne? Habe ich den... Ja, wir haben es schon. Habe ich den Karl gehört? Ja! Da ist der Karl. So, Moment. Eine Suppe, einen Traubsaft und ein Cappuccino. So, bitteschön. Dann für dich einen Lebkuchenmann. Und dann hätte ich Mist das auf dem Weg direkt mitnehmen sollen, aber ich hoffe, das macht nichts. Sternsingerin, du kannst da unten hingehen. Naja, so wird es doch sein, oder? Mit der Evelyn könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich meine, wenn die Mary schon die Frau vom Weihnachtsmann ist, dann... Ja, muss man auch nicht weiter drüber reden, ob der Weihnachtsmann jetzt tatsächlich eine Frau hat. Also nicht hier im Spiel, sondern generell. Und ja, da er eine Frau hat, kann er doch genauso gut auch was mit der Evelyn gehabt haben. Finde ich witzig. Und würde natürlich auch erklären, warum sie da so nervös ist und unbedingt aus dem Zug aussteigen wollte. Ich habe euren Kuchen vergessen, es tut mir sehr leid. Aber den liefere ich nach. Wow, du bist gerade ein bisschen langsam, meine gute Emily. So, das ist für euch, das ist für euch. Wow, Leute, was ist los hier? Was ist los hier? Jetzt geht's aber rund. So, müssen wir den hier schon kassieren? Ja, sollte ich mal... Das hätte ich mal kurz gewartet. So, Sternsingerin geht da unten. Wie viele Punkte brauchen wir? 1800 wären super. So, bitteschön. Das war aber jetzt echt mal eine super einfache Aufgabe, oder? Die konnte man ja jetzt nicht mal in der ersten Minute bewältigen. Einfach das Lager auffüllen. So, Amanda, du kannst mal bitte hier hinkommen. Wir machen da eine schicke Kombo. Das geht ja auch nicht wieder runter, ne? Nö. Wir haben den Stern und gut, das ist der Diamanten, meine ich. Da müssen wir auch am Ende der Folge darauf achten, dass wir wieder schön Einladungen verschicken und alle einladen können. So, genau, kassieren wäre noch gut. Da können wir einfach mal nachfüllen, wobei Wein nachfüllen auch gar nicht mal so schlecht wäre. So, du möchtest Lebkuchenmann und einmal den Schinken. Bitteschön. Ihr möchtet die Suppe und den Tannenbaum. Bitteschön. So, Tee brauche ich noch nicht, ne? Den spare ich mir dann noch ein bisschen auf. Warst du schon hier unten? Weiß ich gerade gar nicht. Wollen wir kassieren? Nee, wir warten noch mal einen Moment. Dann bekommst du das und das. Dann kassieren wir aber. So, du gehst nochmal fix hier oben hin und singst den Gästen ein nettes Ständchen. So, 9-mal Wein, 8-mal... Oh, es geht wieder los. 8-mal Suppe und dann noch den Cappuccino dazu. So, François, mein Lieber, du kannst aufräumen. Wir nehmen den Kuchen mit, schnappen uns nochmal den Schinken. So, ersten Stern, juhu. Das freut mich. Und du bekommst... ja, genau, das bekommst du. Und ich klicke hier total falsch. Was ist los mit mir? Ich bin so verwirrt, weil es so schön weihnachtlich ist. Das ist auch noch für dich. Ich bin ein bisschen langsam und mache hier gerade totalen Muppitz. Das ist blöd. François, mein Lieber, du räumst auf. Was möchtest du? Du möchtest bezahlen, musst aber einen Moment warten. Denn der nette Herr, ihr seht es, ich klicke total falsch. Denn der nette Herr bekommt seinen Traubensaft und ihr bekommt das Besteck. Bitteschön. Ja, so langsam komme ich aber in Weihnachtsstimmung. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit dem Projekt, dass
was ich gesagt habe, ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung, so langsam kommt es aber. Es ist heute der... Was ist heute? Ach, der 6. ist heute. Ich sollte... Leute, ich sollte nicht so viel quatschen, ey. Das bringt mich nur raus. Das bringt mich echt nur raus. Ich habe jetzt bestimmt was vergessen für euch, ne? Du bekommst das, du bekommst das. Ich habe keinen Tee mehr. Hä, wo ist denn der ganze Tee hin? Ich habe doch jetzt nicht dreimal Tee getrunken, oder? Oh, Lebkuchenmännchen. Oh, sie wird schon voll sauer. Wir kassieren schnell. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut, Kleine. So, du gehst nochmal dahin. Ich darf echt nicht quatschen. Komme ich total raus. So, das ist für euch. Dann haben wir nochmal das ganze Gericht. Und dann haben wir zweimal das für dich. Und dann das für dich. Und dann das und das für dich. Wow. Jetzt habe ich aber wild rumgeklickt. Jetzt erstmal warten, bis sie da alles abgearbeitet hat. Oh, sie hat auch schon Herz verloren. Ah, da warst du... Nein, der letzte Stern, den kriegen wir aber. Da warst du gerade schneller, als ich dachte, Emily. So, wir kassieren. Das ist für dich. 3 Sterne erreicht. Wow. Wenn auch ziemlich knapp. Das ist für dich. Francois, du räumst bitte auf. Dann machen wir hier eine Kombo. Und dann hoffentlich gleich mit den beiden hier. Da wird schon aufgeräumt. Sternsingerin, möchtest du noch mal kurz hier hingehen? Ist er mal fertig da? Er futtert und futtert. Da ist doch gar nichts mehr auf dem Teller. Bekassieren. Der braucht mir zu lange. So, Opi, mach hinne. Wir warten nur auf dich. Sehr schön. Juhu! 6 Zugwaggons. Ja, wundervoll. Haben wir das auch abgeschlossen? Komm schon, Emily. Sehen wir uns die Rentiere an. Vielleicht hattest du recht, Evelyn. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Mit all den Verspätungen wird es ein Wunder sein, wenn wir überhaupt pünktlich ankommen. Mach dir keine Sorgen, Francois. Wir kommen schon an. Wunder gibt es also doch, Evelyn. Was ist passiert? Wir könnten immer noch... Oh, shit. wenigstens hat er schon Flecken. Die Rentiere sind weg. Das ist ein Wunder. Alter, die arme Evelyn. Jetzt hat sie wieder den Cappuccino abbekommen. Aber gut, sie hat es ganz gut aufgefasst. Und wir sind jetzt auf Emilys Rentierhof. Wie geil, ich freue mich drauf. Mit denen. Ei! Was? Rentiere! Ich erledige das. Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Bist du Holly? Ganz sicher. Na also, Rudi. Hey Leute, könnt ihr euch um sie kümmern, wenn ich nach den Kunden sehe? Können wir, Mama? Bitte, bitte, bitte. Wo wir jetzt schon einmal hier sind, ich wüsste keinen Grund, warum nicht. Ach, süß. Ach, wie niedlich. Spielen? Wie viele Punkte brauchen wir? 1425. Halte die Rentiere von Evelyn fern. Oh Gott, er möchte Wasser? Okay. Jetzt erstmal hier ein bisschen klarkommen. Was ist das? 1, 2, 3. Kann ich das einfach so nehmen? Alles klar, das funktioniert. Wow. Wow. Nee, Moment, wir machen das mal kurz anders. Passt mal auf. Alles klar. Alles klar, dauert einen Moment. Schleife nehmen. Alles klar, das wollte ich wissen. Natürlich machen wir das nochmal. Ich wollte wissen, wie das Ganze funktioniert, dieses wunderschöne Lied. Kann ich nicht überspringen? Oh, würde ich singen können, würde ich mitsingen. Kann ich aber nicht. Don't forget all can be done when all appear to fail.
So, jetzt können wir es aber überspringen, oder? Das stand doch hier gerade, überspringen. Das geht doch sonst auch immer. Ach doof, warum funktioniert denn das jetzt nicht? Hallo, ich möchte das... Ah, überspringen. Sehr schön. So, spielen. Alles klar. So, das bedeutet, Evelyn steht hier irgendwo, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Die Rentiere rennen auf sie zu. Und wir müssen sie... Da ist sie, okay. Da ist sie. Ja, pass auf. Kümmer dich ums Rentier, genau. Hat das jetzt geklappt? 1, 2, 3. Okay, was ist das? Ah, das ist das hier. Okay, okay. So, erstmal wieder klarkommen. Wie oft müssen wir das machen? 3, 4, 5, 6 Mal. Okay. So, Karl, hey! Hey, hey, der Karl. So, also, das habe ich jetzt kapiert. Rentier. Rentier, lauf ganz schnell hin. Hat das funktioniert? Hat das... Ich bin irritiert, Leute. Ich bin irritiert, aber gut. So, das ist für euch. Bitteschön. So, dann möchtest du 1, 2, 3. Oh Gott, ich muss zu Evelyn. Ich muss... Hat das... Oh Gott. Oh Gott. Alter, das ist heftig. Das ist heftig. Bitteschön. Wo ist das Stroh? Da, bitteschön. Dann bekommst du das und das. Alter, Falter. 1, 2, 3. Und das. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Alter. Ist das... Geh hier hin. Ist das eine krasse Nummer? Ist das eine krasse Nummer? Das ist für dich. Ich habe nicht so ein großes Tablett. Das ist das Problem. Ja. Boah, Leute. Heftig. 1, 2, 3. 1, 2, 3 habe ich gesagt. Wo kriege ich die Beeren her? Die muss ich da abpflücken. Alles klar. Hä, warum ist sie jetzt... Emily? Emily, was machst du? Das ist übergelaufen. Ich will es nicht nochmal neu machen, aber ich komme gerade nicht klar, wie ihr vielleicht... Nee, Leute. Nee. Ich hoffe, ich kann es jetzt überspringen. Ich will mir den... Da steht doch überspringen. Warum geht es nicht? Oh. Das ist ja richtig blöd. Warum kann ich es nicht einfach überspringen, wenn es da steht? Kann ich das vielleicht mit der Leertaste? Nein. Okay. Wow. Also das ist echt mal schwierig. Direkt in einem neuen Level, also in einer neuen Episode, wo man erstmal gucken muss, was kommt so auf einen zu. Und dann kommt sowas wie mit den Rentieren und Evelyn. Heftig. So, ich weiß aber jetzt, wir müssen uns um die kümmern. Die brauchen Wasser und die brauchen auch Stroh. Alles klar. Die Beeren finde ich hier. Da weiß ich auf jeden Fall schon mal, wo alles liegt. Das ist wunderbar. So, jetzt aber überspringen. Und das Ganze nochmal. Echt krasse Nummer. Ich hole schon mal das Wasser, weil ich davon ausgehe, genau, dass eins der Rentiere gleich Wasser haben möchte. So, da sind die Beeren. Du möchtest zweimal das hier. Ist das so Eierpunsch oder so? So, schnell hier hin. Okay, ich muss im Endeffekt nur draufklicken, ja? Was ist hier das Maximum? Das wüsste ich gerne. Sind das 3? 6. Alles klar, 6 ist gut. Haben wir da jetzt schon mal voll. Wunderbar. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Wie viele Punkte brauchen wir? 1425. Okay, okay. Ich sehe auch, das ist auch noch gemein. Was macht sie denn da immer? Ich weiß es nicht. Das ist auch noch gemein. Der weiße Mauspfeil teilweise hier auf dem weißen Untergrund. So, gut, jetzt aber Konzentration. Jetzt kriegen wir es hin. So, bitteschön, bitteschön. Dann 1, 2, 3, bitte sehr. Dann kassieren wir direkt. Oh Gott. Ey, das mit dem, wirklich, das ist mies. Das ist mies mit dem Schnee und dem Mauszeiger. 1, 2, 3, da ist Karl, zack und zack. So, das ist für euch. Okay, haben wir irgendwas, damit sie schneller läuft? Nee, noch nicht, ne? Noch nicht, alles klar. So, da haben wir jetzt erstmal nur 5. Und da kommt Evelyn wieder. 1, 2, 3, draufklicken. Boah, ich denke immer, das wäre eine Schneeflocke. Aber es ist keine Schneeflocke. Oder es ist eine Schneeflocke. Wow, das ist fies. Wo ist mein Maus? Da. Ich sehe den nicht, ey. Krass. Krasse Sache. Ich habe mich so gefreut hier auf den Rentierhof. Und jetzt ist das so super schwer, oder was? Evelyn rennt. Wir kassieren aber. So, Rentier. Rentier, halt. Das ist für dich. Boah, das sieht hier alles so gleich aus. Das ist für dich. Bitteschön. Ich muss jetzt mal hier ein paar Kombos oder so machen, ne? Ich lasse dich jetzt noch ein bisschen da stehen. Einmal müssen wir Evelyn noch retten. So, jetzt entscheide ich... Oh Gott, nee, ich kassiere, das dauert zu lange. Wo ist das Vieh? Da ist es. So, haben wir es geschafft? Ich will es hoffen. Zack und zack, und das ist für dich, bitteschön. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Och, komm. Das ist aber das mit dem Getränk hier, mit dem... Weiß ich nicht. Vogelbeeren. Nein, Quatsch, ich denke mal Cranberry-Saft oder so, wobei ich das jetzt... Keine Ahnung.
wie ich wirklich nachvollziehen kann, trinke ich jetzt nicht so auf Weihnachtsmärkten, aber macht ja auch nichts. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft, jetzt nur noch die Punktzahl. Und ihr wisst ja, schaffen wir die 3 Sterne nicht, wird das alles nochmal wiederholt. So, hier haben wir wieder 6, was möchtest du? Komm, du möchtest doch bestimmt auch hier so einen Saft oder whatever. Das hier, 1, 2, 3, bitteschön. So, dann kassieren wir, ach, wir müssen noch aufräumen. Stimmt, deshalb ist das auch so ein Stress. Weil wir ja zusätzlich natürlich erstmal auch noch aufräumen müssen. Gut. Vermutlich alles eine Gewöhnungssache. Wenn wir jetzt hier 2, 3 Level spielen, dann wird es wahrscheinlich alles gut gehen. Karl haben wir auch gefunden, ne? Jo, haben wir. So, ich kassiere lieber direkt. Ach, dann kriegen wir das hin. Dann kriegen wir das hin mit den 3 Sternen. So, bitteschön. Wir kassieren aber hier auch wieder. So, ihr setzt euch dann an den Tisch. Die Rentiere möchten gerade nichts. Das ist so schade, dass wir den Rudolf nicht sehen können. Dass da die Klappe vor ist. Aber werden wir bestimmt noch in späteren Leveln. Warum wollt ihr das? Warum wollt ihr das? Wobei, das sieht nicht wirklich aus. Ich überlege gerade, was es sein könnte. So Cranberry-Saft warm gemacht auf dem Weihnachtsmarkt. Also Glühwein würde ich jetzt verstehen, irgendwie Holunder, Holunder, Heidelberg-Kram, das würde ich alles nachvollziehen können. Das hier, keine Ahnung. Wer weiß das schon? Wir können ja auch später mal reingucken. Du möchtest das Zeug auch, ne? Wir können ja später da bestimmt mal reingucken bei Wähle dein Menü. Ich sollte das vielleicht doch auswählen. So, also, das ist für dich. Wir kassieren. Und wir haben die 3 Sterne. Wir haben es geschafft. Alles wunderbar. Trotzdem, Stress hier. Jetzt stellt euch mal vor, wenn hier später, 1, 2, 3, wenn hier später alles liegt, ne? Das hier wird dann noch gefüllt sein, da wird noch was drin sein. Ich muss jetzt die Beeren abpflücken. Eieiei. Wow. Wow, so, das reicht ja eigentlich schon. Emily, du musst das jetzt nicht ganz voll machen, denn wir haben ja hier sowieso schon geschlossen. So, bitteschön, das ist dann für dich. Und damit hätten wir das erste Level endlich geschafft. Wow. Die Herde ist ausgebrochen. Ich habe mehrere Tage damit verbracht, ihre Spuren im Schnee zu verfolgen. Schließlich habe ich sie dann endlich in den Gleisen gefunden, wo sie den Miracle-Express aufgehalten haben. Rudi steckt im Schnee fest, aber Mama und ich haben ihm geholfen. Das habt ihr? Ja, er steckte so fest. Es scheint, dass das Rentier jetzt dich retten muss. Ja, ist echt ganz süß gemacht. So, die Aufgabe. Was müssen wir tun, wer zuerst kommt? Bediene die Leute in der Reihenfolge, in der sie kommen. Das könnte schwierig werden. Das könnte schwierig werden. Was ist das Günstigste? Die Stiefel. Patrick, die Putzkraft arbeitet schneller. Ja, komm, Patrick. Kannst du mal machen. Wie viel bleiben übrig? 700. Dann kaufen wir das noch. Dank dieser Süßigkeiten geht Emily 10 Sekunden lang schneller. Ja, auf jeden Fall. Das brauchen wir. 450 bleiben übrig. Was macht die Maus? Mehr Heu für die Rentiere. Dadurch wird deren Geduld sehr gesteigert. Hm, ja, wir brauchen sowieso alles. Früher oder später brauchen wir eh alles. Von daher passt das schon. So, wähle dein Menü. Moment mal, was ist das hier? Das wüsste ich jetzt gerne. Früchte. Preiselbeeren. Ah, Preiselbeeren. Hier kommen dann später auch die Heidelbeeren. Okay. Gut zu wissen, Preiselbeeren. So, die Reihenfolge, in der sie kommen. 1125 Punkte. Ja, wirklich, das könnte zum Problem werden. Ich versuche das immer so gut es geht zu machen. Aber manchmal mache ich es dann nicht, weil irgendjemand anders in der Nähe steht oder so. Das darf mir jetzt hier nicht passieren. Aber gut. So, entscheide dich, mein Lieber. Was möchtest du haben? 1, 2, 3. Und das hier, bitteschön. So, dann kassieren wir auch direkt. Was soll das eigentlich sein? Sollen das Zitronenscheiben sein? Getrocknete Zitronenscheiben? Keine Ahnung. Das hier wird vielleicht Marmelade oder so sein. Irgendein Gelee, keine Ahnung. So, ihr seid erstmal dran. So, zack, fertig. Und nochmal. Die Rentiere zählen ja wohl nicht dazu, ne? Wobei die jetzt natürlich auch ihr Wasser bekommen. Bitteschön. So, dann bist du dran. Dann muss ich die Beeren pflücken. Auf jeden Fall. Okay, das mit dem Wasser hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
Ah, jetzt hat es funktioniert. Vielen Dank, dass ich das dann auch mal sehen darf. So, und dann bekommst du das dazu. Ich habe das Wasser irgendwie dabei. Ich weiß nicht, was das soll. Jetzt ist sie erstmal dran. Dann brauche ich das hier. Ey, das ist voll gemein hier. Bitte schön, wir kassieren. Dann holen wir uns das, dann holen wir uns das. Hier muss ja gleich noch aufgeräumt werden. Fruchtlimo haben wir jetzt, alles klar. Wunderbar, so, das ist für dich. Bitte schön, wir kassieren, wir räumen ab. Oh, ich sollte mir vielleicht mal die Süßigkeiten reinziehen, ne? Das hätte ich schon früher machen sollen. So, 346 Punkte. 3, ich möchte mehr Preiselbeeren. Gib alles, was du hast. Emily. Emily macht einfach weiter, weil ich hier zu wild geklickt habe. So, die waren aber jetzt eher dran, ne? Die saßen da ja eher, die haben nur so lange gebraucht, um sich zu entscheiden. So, dann haben wir das. Ja, das Heu können wir schon mal mitnehmen. So, ich muss jetzt darauf achten, das Mädchen. Das Mädchen ist als nächste dran. Zack, zack, zack. So, 1, 2, 3. Und das hier. Und ich habe das Rentier vergessen. Kein Plan. Und dann 1, 2, 3. Oh, komm, ihr wollt aber jetzt nicht alle die Preiselbeeren, oder? Das ist mega stressig. Das dauert voll lange. Zack. Da eben aufräumen. Das hier holen. Nochmal Preiselbeeren. Das dauert ja alles in allem voll lange. Das ist ja mal richtig blöd. Leute, schaut mal unsere Punkte an. Oh jemine. Oh Gott. Das schaffen wir nicht. Emily, mach hinne. 6. Ey, das ist ja krass. Shit. Ich gehe davon aus, wow, dass wir das nicht schaffen. Baut ihr das hier mal eben rein? So, bitteschön, das ist für euch. Zack, 1, 2, 3, bitteschön. Wir müssen jetzt eine Kombo machen. Wasser? Alles klar, nimm den Eimer. Ich kapiere das noch nicht so ganz. 1, 2, 3, zack, für dich. Ich kapiere das mit den Rentieren noch nicht so ganz. Warum sie das vorhin nicht gemacht hat mit dem Heu? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht, Leute. Mit der Punktzahl, das kriegen wir nicht hin. So viele kommen jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt hier aufräumen. Gut, die beiden können wir zusammen kassieren, aber die will jetzt 100 pro den Preiselbeersaft. Komm, entscheide dich. Nee, möchtest du nicht. Cool. So, Combo, wie viel haben wir? Eieiei, also wenn wir das schaffen, dann richtig knapp. So, Heu für euch. Es gibt ja auch nochmal 50 Punkte. Ja, und ich glaube, das habe ich vorhin halt einmal vergeigt. Ich weiß es nicht. Oh, das wird... Oh, 1, 2, 3, das war eine blöde Reihenfolge, aber egal. Das wird eine heftige Nummer. Wie viel haben wir? 100. 100 brauchen wir noch. Ja gut, die drei noch, ne? Die drei noch, aber ich darf auch das Ziel hier nicht aus den Augen verlieren, falls er sich jetzt eher entscheidet, tut er aber nicht. So, das ist dann für dich. Dann müssen wir auf jeden Fall noch aufräumen. Zack und zack. So, dann das und 1, 2, 3, das ist für dich. Haben wir es? Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, ey. Ich dachte echt, dass wir das nicht schaffen. Wow. Wow, echt nicht leicht hier. Was kommt als nächstes? Mary Spielzeugland. Oh, darauf freue ich mich auch. So, wir verschicken mal eben kurz die Einladung. 9 Stück. Amanda, meine Liebe, du bekommst natürlich auch eine Einladung. Juhu. Dann bekommt natürlich der François. Was, verdiene mehr Diamanten? Du bekommst 3. Okay, dann bekommt die Kale eine, wenn sie nur 3 verlangt. Was ist mit Allison? Allison, was ist mit dir? Auch 7. Ihr seid die mysteriösen Gäste und ihr braucht auch 7. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's jetzt für diese stressige Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.